Ein herzliches Willkommen hier vor der JVA Chemnitz, wo wir uns wieder mal versammeln müssen, weil die mutige Ärztin Dr. Barbara Witschel jetzt seit über 3 Monaten hier in Untersuchungshaft sitzt. Und vor Versammlungsbeginn einmal noch kurz die Auflagen. Ihr seid ja alle hier Protest- und Demonstrationserfahren, wenn man sich hier so die Reihen anschaut. Ihr kennt die üblichen Auflagen ja, aber nochmal formal. Es gilt natürlich ein Alkoholverbot, es gilt ein Verbot zum Mitführen von Pyrotechnik und sonstigen Dingen und ein Glasflaschenverbot. Und ansonsten sollte den Anweisungen der Ordner Folge geleistet werden. Das sind so die wesentlichen Auflagen, die die Teilnehmer betreffen und die bitte beachtet werden. Aber das war ja hier in der Vergangenheit auch kein Problem. Und wir sind ja auch gesittete Menschen. So. Und ja, wir stehen jetzt hier wieder, um darauf hinzuweisen, dass Dr. Barbara Witschel seit nunmehr 3 Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Sie sitzt, Bianca Witschel, sie sitzt in einer Zelle, bis vor wenigen Tagen sogar in Einzelhaft. Mittlerweile ist sie in einer Gruppenzelle. Und das Paradoxe ist, diese Einzelhaft von Bianca Witschel wurde damit begründet, dass in dieser JVA Linksextremisten sind, von denen eine hohe Gefahr ausgeht. Wir wissen alle, wer bis vor wenigen Tagen in dieser Haftanstalt saß, aber mittlerweile auf freiem Fuß ist. Nämlich ausgerechnet die Linksextremistin, mit der eine höhere Sicherheitsstufe für Bianca Witschel begründet wurde. Und das zeigt, wie absurd dieser ganze Wahnsinn hier ist, den wir erleben. Wird Linksextremisten mit einem Lachen im Gesicht nach einer Verurteilung wegen Rädelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung das Gericht verlassen, sitzt eine Ärztin seit über 3 Monaten Untersuchungshaft, der vorgeworfen wird, ein paar Papierzettel möglicherweise gefälscht zu haben, auf der vielleicht, es mag sein, der ein oder andere Stempel nicht richtig war, das weiß man nicht, das wird ihr vorgeworfen, aber schon dieser Vorwurf zeigt, wie absurd die ganze Verfolgung ist, die wir hier erleben, und gleichzeitig verlassen Kriminelle, die gewalttätige Überfälle begangen haben, Überfälle, die sogar das Landeskriminalamt an der Grenze zum Terrorismus sieht, diese Kriminellen verlassen mit einem Lachen im Gesicht die Gerichtssäle, und das zeigt, die Justiz in diesem Land ist am Ende, es ist eine Schande. Und wenn wir in Relation setzen, was so in den letzten Tagen wieder in Sachsen passiert ist, wir haben die Bilder aus Leipzig vor den Augen, wo es das gesamte Wochenende wieder zur Ausschreitung gekommen ist. Und am ganzen Wochenende wurden 10 Linksextremisten vorläufig in Untersuchungshaft genommen. Vorläufig, denn es gibt nach 10 Tagen die erste Haftprüfung. Und ich wette mit euch, alle 10, die Steine und Flaschen geworfen haben, werden dann rauskommen, denn sie haben ja eine gute Sozialprognose. Und der Kampf gegen rechts, der rechtfertigt eben jedes Mittel. Und wenn da mal über das Ziel hinausgeschossen wird, dann ist das nicht ganz so schlimm wie eine Frau, die hunderttausende Menschen gefährdet haben könnte, weil sie unverantwortlicherweise Impfunfähigkeitsbescheinigungen gefälscht hat, wodurch nicht geimpfte Menschen möglicherweise zu Superspreadern hätten werden können. So die Logik dieser Justizbeamten, die das zu verantworten haben. Es ist wirklich Wahnsinn, was wir erleben. Aber nun gut, das wisst ihr alle, deswegen sind wir hier. Und wir werden zumindest zeigen, dass wir keinen vergessen, dass wir für die Freiheit auf die Straße gehen und zeigen, wir sind solidarisch, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir stehen allen Opfern der Schikanen dieses Systems bei. Heute und in Zukunft. Auch wieder ein paar Redner. Keine Sorge, es wird kein endloses Programm wie bei manchen Veranstaltungen. Wir machen das hier meistens kurz und bündig. Und ich freue mich, als ersten Redner einen Mitstreiter aus dem Osten von Thüringen und im Westen von Sachsen, da scheiden sich ja die Geister, aus dem Gebiet um Gera vorzustellen, der dort jeden Montag zahlreiche Menschen auf die Straße bekommt und der dort auch mit vielen Schikanen konfrontiert ist. Denn die Regierung von Bodo Ramelow steht der Regierung von Michael Kretschmer, die sich derzeit an einem Gedenkstein austobt, in nichts nach. Bitte schön, Christian Klar, willkommen in Chemnitz.
Gäste. Vielen Dank, dass ich aus Gera hier sein darf und zum dritten Mal sprechen darf. Das ist, glaube ich, jetzt die vierte Demonstration für die mutige Ärztin. Ich komme gerade vom Zahnarzt und die Zahnärztin ist genauso eine mutige Ärztin und hat mir erzählt, dass sie ihren Urlaub jetzt bei Bodo Schiffmann im Ausland verbringt und dort treffen sie sich mit Carola Scharwitz-Kistl. Wenn ich sowas höre, dass die Ärzte Deutschland verlassen müssen, weil sie Angst haben, weil sie uns geholfen haben mit Attesten gegen die Maske, mit Impfunfähigkeitsbescheinigung. Sie haben unser Leben geschützt und müssen dafür dieses Land verlassen. Und Verbrecher wie Lina Engel werden entlassen. Sie haben mehrere Menschen versucht umzubringen, mehrere Leute überfallen, aufs Böseste misshandelt und gehen jetzt sogar gegen dieses Urteil noch in Revision. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sollte sich die Kretschmer-Regierung, dieser Richter und dieser Staatsanwalt, die diese Urteile gesprochen haben, die diese Freilassung ermöglicht haben und natürlich auch diese, die für diese Schmach, was mit der Ärztin, mit Dr. Bianca Witschel hier drin passiert, sollten sich ganz doll schämen. Weil wir in Thüringen tragen Schuldig-Plakate mit den Bildern der Politiker, die schuld an dieser Misere sind. Und eines Tages wird der Tag kommen, da werden diese Richter, diese Staatsanwälte genau auf diesem Schuldig-Plakat sein, wo sie hingehen. Wenn man sich überlegt, sie sitzt in Untersuchungshaft. Warum? Hat man auch Angst gehabt, dass sie flieht? Das ist eigentlich traurig, dass sie mit Verbrechern da oben sitzt. Man muss sich das vorstellen, Lina Engel ist entlassen worden. Dort sitzt auch Beate Schäfer. Wenn man sich überlegt, wäre die Frau freigelassen worden, da frage ich mal für einen Freund, was wäre da für ein Aufruhr in den Medien überall? Aber bei Lina Engel, man hört gar nichts. Auch Bilder, was in Leipzig passiert ist, hat man nur ganz wenig der Realität gesehen. Es war viel, viel schlimmer als das, was in den Systemmedien kam. Und deshalb, es kann nur eine Forderung geben, die wir hier heute stellen. Freiheit für Bianca Witschel und das sofort! Ich bin hier als Vertreter vom Aufbruch Gera und als Vertreter der Miteinanderstadt Gera und fürs freie Thüringen und wollte heute hier bekannt geben, dass wir demnächst, um das Bündnis mit den Freien Sachsen noch zu stärken, bald in Thüringen auch einen Corona-Gedenkstein einweihen. Und er wird noch größer und besser zu sehen sein. Und das kann nur bedeuten, dass dieser Stein dort stehen bleibt von den Freien Sachsen. Zwei Steine stehen besser als einer. Und das soll das Bündnis für immer und ewig prägen. Freies Thüringen, freie Sachsen stehen zusammen gegen das Unrecht in diesem Land. Dankeschön.